Willkommen zu einem neuen Spieltag hier auf dem Kanal. Spieltag Nummer 22, Heimspiel. Karlsruhe hat gewonnen, das heißt, wir müssen auch gewinnen in Sandhausen. Und genau, es gibt eine Veränderung in der Startelf. Hinten links, Muheim muss raus wegen der roten Karte. Ein Spiel sperrer, dafür kommt Andressen oder sowas, keine Ahnung, irgendjemand aus der Jugend. Und genau, so gehen wir ins Spiel hinein. Ich glaube, das Hinspiel haben wir 4-0 gewonnen. Zu Hause. Ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis gewesen. Aber zur Stelle, sehr, sehr wichtig. Erster Abschluss durch Glatzel, aber ich glaube, Drewes im Tor hält den Ball gut. Eckball hat im letzten Spiel ganz gut geklappt und auch hier die erste Ecke. Jetzt kommen die Eckenmeter anscheinend. Benesch auf Glatzel im letzten Spiel zwei Tore, so heute nach 8 Minuten wieder. So kann es gerne mit den Ecken weitergehen. Sehr geile Flanken, die da jetzt kommen. Und Glatzel netzt zum 24. Mal ein. Dazu nochmal aus der zweiten Reihe ein bisschen zu hoch. Weiterhin 1 zu 0 für uns. Super Pass auf Amphomal, der trifft den Ball nicht richtig, schade. Da ist der neue Mann. Auf Kleindienst, aber leider nichts in dieser Aktion. Der ist gut, vorher Fernandes oder halt auch nicht. Gibt Abschluss. Lassen wir hier erstmal weggehen. Können wir besser nochmal rüberspielen auf Amphoma. Schauen wir da ein bisschen freier. Können wir leider nicht mehr fischen, da steht es nach 25 Minuten 1 zu 1. Leider zu offen. Und unsere Abwehrleistung eigentlich sehr, sehr stabil in den letzten Wochen. Aber
Jetzt gut, gegen Heidenheim haben wir mal 3 kassiert. Da waren wir aber auch in Unterzahl. Eine ganze Halbzeit lang. Und Muheim war ja natürlich ein wichtiger Mann. Mit Schoner konnten wir die linke Seite leider nicht entschlossen zumachen. Aber sonst immer höchstens nur ein Gegentor kassiert. Hoffentlich auch heute nur. Und jetzt natürlich nach vorne wieder Druck durch Ampomar. Und jetzt Ecke kennen wir ja schon. Auf Glatze leider nicht. Zu kurz die Ecke. Zweiter Versuch. Da kommt nochmal Richtung Kleindienst, aber auch da nicht zur Stelle. Dann vielleicht mal selber. Leider nichts in Greves Arme. Kleindienst mit dem Abschluss, aber leider wieder Füße dazwischen. Jetzt nochmal Reis. Oh, und der war ganz knapp. Fehlen nur Zentimeter zum Führungstor. Und Feuer Fernandes zur Stelle, aber Nachschuss 2-1 in 39 Minute. Und Sandhausen bringt ja das Spiel. Und jetzt über Glatze. Über Glatze. Und wieder knapp vorbei. Also Chancen haben wir genug, aber wir müssen sie nutzen, um heute zu punkten. Weit. Gibt Abschluss für Sandhausen. Jetzt aber mal super durchgesetzt. Glatze und wieder daneben. Oh Mann, sind das Chancen heute. Nach 1002 Torschüsse, 2 Tore, 2-mal Rietzmeier. Und bei uns Glatze gefühlt schon 5-mal. Dann noch andere Schüsse von anderen Jungs. Aber keiner will reingehen. Jetzt hier mal kein Elfmeter. Aber zweiter Ball, leider nichts. Schiedsrichter pfeift jetzt zur Halbzeit ab. 2-1 für Sandhausen. Wir liegen zurück und wollen natürlich nach der Halbzeit richtig aufdrücken. Auf geht's. Heute 3 Punkte sind Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenführung nicht zu verpassen. Wir wollen oben bleiben. Gegen Sandhausen ist ein Sieg auf jeden Fall machbar. Jetzt mal hier auf Kleindienst. Der macht schon mal Meter. Kleindienst mit links, aber Dreh ist zur Stelle. Ecke, Benesch. Zu kurz. Zu wenig Kraft dahinter. Benesch nochmal das Ding rein. Leider kein Kopf mehr ins Schlossen hin. Ball erstmal rausgehauen. Und wir holen uns hier den Ball in der Mitte. Verlieren ihn aber auch direkt wieder. Jetzt mal euer Fernandes. Jetzt wird es hier auf jeden Fall hitzig. Ah, super Ball auf außen, auf Ampomar. Super reingelaufen. Der findet Jatta. Jatta. Was?
Der muss reingehen. Der muss reingehen. Warum springt Latzel auch drüber? Und Jatta. Der muss sitzen hier zum 2 zu 2. Hundertprozentige Chance mal wieder. Das ist eine Chancenverwertung. Und 2000 macht hier aus nichts alles. Auch hier wieder super den Ball geholt. Jetzt mal auf Kleindienst. Volley. Nichts. Schade. 30 Minuten hier noch zu gehen. Zwei Tore für die Führung. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Müssen weiter Chancen kreieren. Mein Mann kommt leider nicht mehr ran. Kommt noch mal die Flanke. Dritter Torschuss. Der 1. King Zombie. Und Sandhausen ist hier eiskalt heute. Schon mal Kleindienst, wird aber geschnappt. Fehlpass von dem Neuen, aber Heuer Fernandes rettet noch mal im letzten Moment. Eckball auf 4-1. Vier Schüsse, vier Tore. Und ja, ich glaube, wenn wir da vorne dann durch Jatta das 2-2 machen, dann gewinnen wir das Ding hier auf jeden Fall. Jetzt sieht es nicht mehr so aus. Jatta macht ihn jetzt erstmal zum 2-4. 20 Minuten, wir wechseln. Noch ist alles drin. Noch ist alles drin hier. Königsdörfer und Dompe werden kommen. Auf geht's. Komm, Jungs. Sehr, sehr geil. Gibt nochmal einen Wurf hier für Sandhausen. Auch eine Pille. Junge, das ist so schlecht, ne? Meine Herren, 5-2. Heute ist die Verteidigung mal wieder on fire, Alter. So viele gute Spiele und jetzt brechen sie wieder rein. Jeder Schuss ist ein Treffer. Euer Fernandes nochmal da. Da muss man noch zurückpfeifen, mein Gott, ey. Herr Fernandes nochmal, komm, Junge. 13 Minuten noch. Spiel den Ball ab. MP direkt verletzt, perfekt. Komm, Junge, Trainingsserver, du kannst es. Trainingsserver. Da liegt nochmal im 16er auf Platze. Was ist denn jetzt los? Digga, ey, das ist doch nicht normal, Mann.
Mein Gott. Ey. Ah, dieser Dompe ist auch wieder so ein Reinfall, Digga. Mein Gott, ey. Ah, rote Karte. Super geklappt von David. Junge, Junge, Junge. Das erste Mal auf den Surfer. Dann nochmal rüber. Aber auch die Flanke ist schon da. Der große Müll. Ja, damit verlieren wir 5-2 bei so 1000. Größte Chance vertan, um hier Tabellenführer zu bleiben. Das in Sandhausen, das muss man gewinnen. Wir haben 18 zu 8 Torschüsse. Also wirklich, wir haben Chancen. Alter, beim 2-1 noch, wo Jatta da vorm Tor steht. Den muss er reinhauen. Den kann er gar nicht mehr verschießen. Und er verschießt den. Ja. Damit gehen wir eben im 5-2 dann rutschen. Tut auf jeden Fall sehr weh. Und ja. Wir rutschen damit natürlich wieder auf Platz 2. Haben noch ein Spiel weniger wie Düsseldorf, aber genug Punkte Vorsprung. Unser nächstes Spiel zu Hause gegen Magdeburg. Die haben 10 Punkte. Ich glaube, das Hinspiel haben wir da auch verloren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Schreibt eure Meinung zum Spiel rein. Euer Kommentar, wie die Saison noch laufen wird, ob wir es schaffen. 12 Spiele haben wir noch, oder? Ja. Und ja, da wollen wir natürlich alles raushauen. Und alles geben für die Meisterschaft. Damit haut rein und ciao.